Hallo, Servus, Grüezi miteinander, grüß Gott, guten Tag. Ja, weiter geht's wieder hier in einer neuen Woche mit unserem Kampfkollegen Dandolo, nicht wahr? Ja, ich weiß, ich bin ein schlechter Kämpfer. Manchmal treffe ich dich, das tut mir auch so leid. Aber du, pass mal auf, Dandolo, wir machen mal Folgendes. Dafür werde ich dir mal eben deine Waffe verbessern. Und zwar nehme ich erstmal dein... Dein Assassinen-Krummschwert, ja, das nehme ich mal an mich. Und dann werde ich das jetzt hier. Du hast nicht genug Gold, um den Gegenstand zu kaufen. Wieso? Ich will das doch rüberziehen, tauschen. Warum denn jetzt? Warum geht das nicht? Wieso ist da jetzt ein Händler? Versteht das einer? Mist. Krakre. Ja, dann war meine Idee doch wohl nicht so gut. Tja, das ist jetzt echt bekloppt. Jep, dann weiß ich jetzt nicht, wie wir das jetzt machen, weil da vorne ist nämlich ein Schleifstein. Genau, und hier gibt es ganz viele schon hier auf der Auction-Schlachteplatte zu sehen. Ne, die haben wir alle schon gelootet. Ich würde mal sagen, ich werde jetzt im Off mal schleifen gehen, nicht wahr? Und dann melde ich mich wieder, wenn ich alles geschliffen habe. Und dann kämpfen wir weiter, ne? So, das waren jetzt alle Waffen, die wir mal geschärft haben. Dabei fällt mir ein, ich könnte sie auch noch jetzt haben wir noch wieder hier irgendwelche anderen Waffen, die hier rumliegen. Wo ist man? Da lag doch noch eine Crush Agash. Gut. Jetzt gehen wir mal hier nochmal hier zu dem Alchemietisch und versuchen mal Waffen zu vergiften. Wenn das denn geht. Zehnmal Gift. Das ist erstmal... Tränke machen, geschärfte Klinge vergiften. Mal gucken, was wir hier an geschärften Klingen so alles vergiften können. Gar nichts. Aha, das ist zwar komisch. Weiß ich nicht, warum das jetzt so ist. Gucken wir mal rein. Ich kann doch vergiften, oder nicht? Dann gucken wir sicherheitshalber nochmal unter allgemeine Infos. Ja, außer das Schärfen von Waffen habe ich nicht den Eintrag gefunden, das Vergiften von Klingen. Gucken wir doch mal hier auf die Potenz. So, da steht es nämlich. Klingen vergiften kann ich noch nicht. Aber da muss ich doch wieder irgendwen vergessen haben zu fragen, dass er mir das beibringt. Also bitte in die Kommentare schreiben, warum das so ist. Jetzt gucken wir trotzdem nochmal am Alchemietisch, was wir trotzdem machen können, weil ich habe nämlich den Punkt geschärfte Klinge vergiften gefunden. So, okay. Ist zwar aufgeführt, aber funktioniert so nicht. Alles klar, ist ja auch irgendwo logisch an dieser Stelle. Nochmal herzlichen Dank für eure Kommentare. Und ich habe das jetzt auch mit dem Defensiv- und Offensivmodus bei Dandolo bei gewissen Abständen, das habe ich noch nicht so ganz realisiert, auch jetzt endlich kapiert. Alain, herzlichen Dank dafür. Und auch, warum schon Anfang an die Orks aggressiv geworden sind, Taris, das liegt einfach daran, weil ich ja damals, wie der Alain das gesagt hat, den Grand getötet habe. Muss ob dies so wie auch Schargbrust hier. Hier liegt ein Zeug rum. Mensch, räumt doch mal hier das Hafenviertel auf. Ja, in jedem Hafenviertel sieht es ein bisschen schmuddelig aus, liebe Leute. Fangen wir doch mal an, erstmal gegen die anderen Peoples zu kämpfen. Du bist wieder mal wach. Hier ist Butch, der ist futsch. Dann haben wir noch einen Tanaok. Peher. Ja, mal richtig schön drauf. Leute. Warte, was? Ich gehe mal zu dem Dandolo hin, dass der in Aktion kommt. Ja, tut er nicht, aber egal. Trotzdem schauen wir mal von der Warte aus. Und stopp, nicht kaputt machen. Dandolo ist noch leider nicht wieder wach. Ach ja, ich habe jetzt einen anderen... Moment. Ach ja, ja, genau, ich habe alles hier umgemodelt mit der rechten Maustaste. Das ist die einzige Möglichkeit, wo man looten kann. Und springen habe ich dann sozusagen auch dann wieder umgemodelt. Tja, Herr Dandolo, du wirst wahrscheinlich erstmal hier fixiert drauf sein. Den Rest hat er ignoriert. Okay, dann sprechen wir mal. So, währenddessen hat Dandolo sozusagen hier mal seine Waffe gewechselt. Da ist nämlich ein Orkspeer zu finden. Ach, schau einer mal, guck. Vielleicht sollten wir das mal auch ausprobieren. Eventuell, wenn wir hier durch die schmale Gasse, genau richtig, durch die schmale Gasse hier mal
Bleib stehen, du Lump! Ja, das ist mir aber sowas von Wurstel egal. Im Fall gestorben. So muss das doch sein, liebe Leute. Achso, ja. Ja, ich muss mich noch an meine neuen Tastaturbelegungen gewöhnen. Und im Hintergrund werden hier die Waffen gezogen ohne Ende. Ha, 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 ha. Guck mal, gehen wir hier mal weiter rein. Das könnte natürlich fatal sein. So, Kurschwein Rock, Rockkrieger. So, was haben wir denn hier? Oh, das ist einer mit der Armbrust. Das ist nicht so gut. Dann gehen wir die ganze Sache mal von der anderen Seite an. Bitte nicht hängen bleiben hier an diesen lumpigen Weinfässern. So, dann Dolo, pass mal auf. Wir machen Folgendes. Ich speichere mal. Und ich habe wieder neu eingeladen. Und was passiert? Hoffentlich passiert... Ja, das habe ich mir schon gedacht. Die haben sich wieder hier in ihrer Stellung gewechselt. Dann Dolo. Okay, dann wollen wir mal hier diesen Myrtaner Orkenlieger kriegen. Orkspeer ist das. Ja, hallo? Ich kann auch den nackten Affen hier kaputt klatschen, oder nicht? So, geklappt. Auch sehr gut. Ja. Komm. So lässt er sich nicht looten. Na, aha, zwischen der Gatze ist was. Gefällt mir nicht. Ja, dann Dolo, bitte mal was machen. Immer noch nicht. Hier ging es doch so gut ab. Hier ging es doch so gut ab. Oder ich mach dich fertig, Mora. Und zwar, oh, das ist ein Ork-Kriegerchen. Den locken wir erstmal hier an den Rand ran, damit wir ihn ein bisschen besser, genau, schlachten können. Ich muss mich erst mal umgewöhnen, was die neue Tastaturbelegung ist. Dauernd ist irgendwie was hier. Wahrscheinlich noch in der Kneipe geht's hier ab. Das kann man auch erkennen, weil hier durch die Wand ein bisschen was durchklippt. Aber mit Dandolo, das gefällt mir überhaupt nicht, liebe Leute. Das verstehe ich nicht. Das ist mir zu hoch. Was machen wir denn jetzt? Machen wir die Dings hier weg und dann werden wir ihn... Nein, auch nicht. Ich will auch nicht den Dandolo irgendwie. Ich wollte ihn nur mal kurz wachklatschen. Mit einer... Ich sag jetzt mal mit einem Knüppel oder sowas. Mit dem Kampfstab vielleicht. Vielleicht kommt dann endlich raus hier aus der Geschichte. Nein. Das... Ja, da habe ich Pech gehabt irgendwie auch. So. Okay, dann werde ich mich wieder umrüsten. Und mal vorsichtig hier gucken, ob ich da in der Taverne zum einbeinigen Klabautermann denjenigen ausschalten kann. Hier, da ist einer mit einer Fackel. Nicht Fackel, sondern, ja. Orksöldner, okay, alle mal rauslocken hier. Oh, warst du das jetzt? Du warst das, ne? Hast dich auf den fixiert, deswegen hast du die ganze Zeit nichts gemacht. Verstehe. Okidoki, der nächste ist dran. So kann's gehen. Okay, oh, schöner Loot. Oh, rohes Fleisch, Äpfel, Käse, Wasser, Waldbeere speichern. Dolo, bist immer noch hier. Immer noch in Kampfstellung. Gut, dann muss ich wohl hier das Ganze selber übernehmen. Aha. Was haben wir denn hier? Da brennt ein Pfeil. Da brennen zwei Pfeile. Ah, die stecken drinne. Leute, Leute. So, aufpassen machen. Du willst dahin? Ist denn noch einer ums Eck hier? Ja, ist noch einer. Okay. Wer kommt denn hinter mich? Hinter mir? Hinter mir ist noch keiner. Okay, Orkfelden. Dann bloß raus hier aus der Ecke. Weil... Machst du das? Na endlich, Dandolo. Das ist gut, dass... Oh, danke dir, Dandolo. Du bist richtig cool. Okay, dann funktioniert das auch ganz gut. Schön gelootet, schön speichern. Dum, 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 dum. Ah! Dann muss ich das von der anderen Seite angreifen. Direkt rein hier. Los! Okay. Oh, da sind noch zwei Backerluten, die da lustigst rumklettern. Okay, der eine klettert noch. Dandolo, kommst du mit rein? Ah, du hast dich auf die beiden fixiert, okay. Dann werde ich mir doch selber mal mein
Pfeil und Bogen anziehen. Oh Leute, es tut mir leid wegen der Kameraführung, dass es so ein bisschen zappelig ist. So. Zack. Kaputtnick. So, was macht ihr denn auch da für Faxen, Leute? Das ist aber nicht zu fassen. Das ist doch nicht zu fassen. Ich mach dich. Oh, richtig schön viel Lootzeug. Da war doch noch einer. Genau, richtig. Alter Holzschild, dann Dolo, mein alter Haudegen, ist auch wieder dabei. So, haben wir den schon? Den haben wir noch nicht. Da liegt noch ein graues Kriegsbeil. Weißt du was? Ich gebe dir mal einen Heiltrank. Bitte sehr. Ja, das hier, nimm ja den Heiltrank. Genau, gluck, gluck. Das ist doch schön, lieber Dandolo. Hat zwar nicht so viel gebracht. Oh Gott, was war ich jetzt geizig an der Stelle. Okay, speichern wir mal. So, auch ich habe mich ein bisschen gestärkt. Okay, Dandolo, schauen wir doch mal, was hier in der Nähe ist. Am besten wir scouten mal. Genau, ach, ich habe einen gewöhnlichen Pfeil drin. Das wollen wir aber schnellstens ändern. Oh, desto mehr Waffen ich hier loote, umso mehr ist im Inventar natürlich drin und umso mehr verändert sich die Position meiner Standardwaffen. Da zum Beispiel sind noch ein paar Orks-Söldner. Hey, ich wusste es. Bleibt an dem Anker da hängen. Hallo. Jawohl. Ach, auch ein Fernkämpfer. Na, komm. Okay, dann Dolo ist bereit. Sind wir es auch? Oh, Cheaty. Oh, das ist nicht so gut. Und dann Dolo ist nicht bereit. Ihn hier mal. Doch jetzt. Ah, er braucht eine Nahe. Eine Nahe Distanz braucht er. Verstehe. Okay, schauen wir mal weiter hier. Okay, ja, oh, das gibt richtig schönen Loot. Das tut gut, dieser Loot. Okay, Dandolo, ziehen wir mal einen Kreis. Wir gehen mal hier in die Richtung Schiffsbauwerkstatt. Mal schauen nochmal, wen wir hier haben, um zu looten. Da liegt noch eine. Oh, gucken. Da ist dann Mirtana Ork-Elite. Gucken, ob die Ork-Elite auch. Ja, die kommt. Oh, jo, ne? Schön. Schön, Dandolo, schön gemacht. Der letzte Schuss, das ist wirklich Teamwork, so muss es sein, so bleibt es auch. Da hinten ist noch eine ganze Gruppe, eine ganze Gruppe. Oh, ich bin gespannt, liebe Leute von heute. Nein, die richtigen hier nehmen. Oh, noch ein Ork-Krieger. Ziel doch mal. Danke. Ja, das ist mal blöd, wenn man zu nah mit den Gegnern ist, dann hat man nicht so die Chance, direkt einen glücklichen Treffer zu landen, also einen sogenannten Crit. Auch da gilt es, dass ich mir eine bessere Strategie angewöhnen muss. So. Lala. Ah, auch wieder einer, der sozusagen eine Fernwaffe benutzt in Form von einer Orkschen Armbrust. Dann pirschen wir uns mal hier heran, gucken erstmal, ob hier in der Werkstatt hier die Luft rein ist. Sie ist nicht nur sauber, sie ist sogar auch rein. Und jetzt, ah, ich kann sogar durch, das ist gut. Inwieweit haben wir denn jetzt den, wo ist er denn jetzt hin? Hast du den jetzt fertig gemacht? Nö. Moment, da oben ist was. Da hat er sich hinberlet. Da hat er sich hinge... Okay. Und dein Dolo ist wieder neutral. Sehr gut. Also ich meine jetzt nicht mehr im Kampfmodus. So, dann schauen wir mal, was wir da hinten machen können. Nachdem wir erstmal geguckt haben, ob hier irgendwo... Man sollte auch auf die Dächer gucken. So, da ist niemand. So, super. Na, bist du da unten einmal trinken oder was? Bist du Scheiße. Na, jetzt ist er ganz kaputt. Ersoffen. Und mit mir auch die Punkte, die Experiences Points. So, gespeichert haben wir. Jetzt haben wir auch sozusagen den Kreis gezogen. Wir waren ja hier oben. Gucken wir mal, was hier ist. Ist nichts.
Jawohl, dann gucken wir noch mal, ob wir weiter irgendwo versteckte Peoples finden. Oh, ich sollte mal was trinken. Das mal ich jetzt einmal hier auch mal eben machen. Was nehmen wir denn mal? Was haben wir denn hier Lustiges? Nehmen wir mal hier dich. Dich. Ja. Den Rest machen wir mit dir auf. Schön. Und gehen mal hier hin. Vielleicht sind ja, man weiß es ja nicht, ob die da irgendwie sich noch irgendwo verstecken tun. Nein. Ah ja, ist sehr schön. Okay, dann Dolo. Hallo. Dolo dann. Da, komm doch mal her. Was spielst du denn mit den Bauklötzchen da rum? Du sollst nicht mit den Bauklötzchen rumspielen. Ja. Das geht nicht. So, weiter. Wir müssen nämlich hier weiter Corinnes befreien. Nicht wahr? So, noch einer hier in der Gegend. Nein. Gut. Raus. Jetzt gehen wir Richtung Schiff. So. Nein, wir gehen nicht Richtung Schiff. Wir haben ja noch die Gässchen hier gar nicht untersucht. Kann ja sein, dass irgendwo in den Gassen noch irgendwer hier rum knetert. Auch nicht. Upsi Daisy, sorry. Sorry, Popori. Ah, Kessel. Ah, ich kann was kochen, ne? Kann ich auch was stampfen? Was kann ich denn stampfen? Kann ich was stampfen? Nee, kann ich stampfen, wenn dann Dolo auf dem Stampf sitzt. So weit entfernt. Einfach mal ausprobieren. Ich kann bestimmt leckere Sachen kochen, wie zum Beispiel Ende. Okay. Gut. Es müsste Kochtopf heißen, wenn mich nicht alles täuscht. Okay, hier ist auch alles gut. Mal hier nachgucken, ganz sicher wissen. Aha, ja, hier waren wir schon. Hier war die Übungsgeschichte. Trotzdem gehen wir hier nochmal rum. Yep. Hier war die Übungsarena, richtig. Okay. So, dann Dolo. Ich glaube, dann haben wir hier die ganzen Gässchen schon mal rum. Yep, haben wir durch. Dann können wir also jetzt erstmal getrost Richtung, ja, hier Hafen und so. Ne? Hafen, Hafen, Pophafen. Obwohl, das eine Tor muss ich noch säubern, fällt mir auch gerade so auf. Aber das machen wir später. Ja, super, speichern wir mal kurz. Ach ja, schön. Ja, nachdem ich nochmal neu geladen habe, sollte ich doch nochmal sicherheitshalber meinen Pfeil vergiften. Manchmal muss ich das Spiel neu starten, aber nur aus ethischen Gründen, weil immer wenn ich Abspeicher neu einlade, dann ruckelt es im Laufe der Zeit. Und das möchte ich natürlich verhindern und deswegen dieser weiche Übergang von eben. So, der Ork-Späher, der späht erstmal so dumm rum. Und Ork-Krieger, kommen wir mal ein bisschen näher an der Geschichte ran. Ja, das tut gut. Er läuft gut. Und jetzt liegt er gut. So, haben wir hier noch jemanden da? Ja, hohoho, da sind ein bisschen viel. Die sind ein bisschen viel. Dafür hat dann Dolo schon gesagt. Ich mach dich fertig, Mora. War genau richtig. Welcher wird denn fertig gemacht? Ich oder dann Dolo? Aha. Oh. Ah, Mist. Triff doch mal. Oh, da ist noch der andere. Der hat seine Waffe gezogen. Ah, mach doch nicht so einen Schleudersitz hier. Wow, 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 wow. Lalala, Orksche Armbrust. Wurzen. Getaner Orkspeer. Gut, dann Dolo, lass uns noch mal hier. Ach, was ist das? Bäcker zum gebutterten Brötchen? Ach, nee, Quatsch, was sag ich denn? Rote Laterne war. Ist denn hier noch jemand versteckt? Das weiß man natürlich alles nicht. Kommst du mit? Hallo, Dandolo. Müsst ihr wieder was essen, trinken und überhaupt. So, hier ist der Raum auf. Oh, Mann. Okay, gehen wir nochmal hoch. Und zwar mit springen. Das macht Dandolo nicht, oder?
Ja, egal. Ich glaube, für die kurze Zeit, in dem ich hier mal kurz rumspähe, wird dann Dolomir nicht großartig weglaufen, siehste. Er sucht nämlich noch nach Trinkbarem in dieser zerstörten Hütte. Juts, okidoki. Dann machen wir nochmal kurz Speicherung. Auf zu den nächsten. Okay, gehen wir erstmal links rum. Dann Dolo, schauen wir mal. Hier gibt es doch bestimmt noch welche, die da so dumm rumstehen. Da ist da schon einer. Da mehrere. Mal aufpassen wegen dieser gefährlichen Gässchen. Mhm. Ja, auch wieder eine Waffe, die er zieht. Ah ja, hervorragend. Hat mich auch ein bisschen getroffen. Aber das sollte jetzt mal nicht so ins Gewicht fallen. So, gucken wir hier noch weiter rum. Wollen wir hier noch Ohren hin? Nein. Okay, hier war nichts mehr. Und dann looten wir dich mal hier. Ohrkriegerches. Und so langsam bricht die Nacht herein. Über Kubinis Klein. Wo ist jetzt... Scheiße, ich bin dunkel. Okay, spazieren wir mal hin. Okay, okay, that's it. Oh! Da ist doch noch einer, der hier mit feinen Bogen schießt. Mal schnell eben was trinken. Das gibt's doch nicht. Pfeil und Bogen. Okay, speichern. Okidoki, schauen wir mal. Erstmal hier aus der... Wo ist denn der Kerl? Hä? Ach, da ist er. Ein Orkspeer. Gucken, treffe ich den? Er hängt noch mit seiner Armbrust so rum, aber ich kriege ihn auch nicht. Wo bleibt das hängen? Der hat sich irgendwie gut in Deckung genommen. Okay, rüber. Hier an die Hausecke ran. Aha, er hat mich getroffen. Oh, clever. Clever. Die Pfeile prallen da tatsächlich ab. An dem Gebüsch. Dann Dolo, ich gehe mal vor. Ich presche mal vor und versuche mal eben den Orkspeer. Shit, ich habe vergessen, mal wieder den Ring aus und anzuziehen. Aber ich hoffe, dass ich trotzdem diese beiden Heinis da mal erwische. Das habe ich auch geschafft. Dandolo folgt mir, treuer Dient und Diener und Feind. Quatsch, Feind-Eliminierer. Sehr schön. Okay, hier wieder ein Schleifstein. Und hier ein Schmiedefeuerchen. So, ich würde mal sagen, wir gehen dann mal hier so rum. Speichern wir nochmal. Ach ja, liebe Freunde, schauen wir mal, wer denn hier sich noch aufhalten tun tut. Buchkommode, haben wir die denn schon gelesen? Gibt's was? Ja, die haben wir schon gelesen. Schön, und dann gehen wir mal wieder weg. Habe ich denn hier schon die Truhe geöffnet tun? Nee, die habe ich noch nicht. Oh. Dann gucken wir mal. Ah, das ging ja fix. Was haben wir denn hier? Schwefel und Fische. Ha, ha, ha. Okay. So, dafür können wir nämlich hier die ganzen Sachen alle schön rausluten, was wir uns vorher nicht getraut haben. Was natürlich auch kein Wunder ist. Die Sachen werde ich natürlich im Off machen. Looten. Ich denke mal, dass es hier nichts Großartiges gibt, außer vielleicht noch ein paar Questgegenstände. Okay. Dann Dolokrometer. So, pass auf. Jetzt geht's wieder in die Richtung. Ja, sorry, jetzt bin ich wieder auf Schweizerdeutsch. Hätte gestern Abend ein Meeting gehabt, ein Zoom-Meeting mit einem Schweizer Kollegen. Ja, aber sehr interessant. Sup, jetzt sind wir wieder da bei den Orks. Und ich habe nochmal sicherheitshalber den Geschwindigkeitsring an- und abgelegt. So, irgendwer. Oh, hier ist noch einer sehr nah dran. Pass mal auf, dann machen wir das so. Dann werden wir erstmal ihn hier mal anpieksen.
Okay, auch wie. Ja, okay, das ist einer, der eine Nahkampfwaffe hat und schwupps, oder? Ja, jetzt brauchst du auch nicht irgendwie nachschießen. Andolo, das bringt jetzt nichts. Ach, du liebes bisschen. Ja, ja, komm. Machen wir das anders. Machen wir das mal so. Oh. Oh, shit. Nein! Menno. Dein Dolo ist ja gar nicht scharf, wa? Na, dann werde ich mal was trinken. Gut. Müssen ein bisschen vorsichtig sein. Wer ist denn das? Das ist der da oben. Hier ist ein Baumstumpf. Das könnte eventuell als Deckung. Ah, Moment mal, da ist ja noch ein Klötzchen. Bauklötzstapel. Nein, ich will dich haben. Yep, erwischt. Ist das auch ein Fernkämpfer? Ja, ist auch ein Fernkämpfer. Deckung gesucht. Ah, mich erwischt. Aber auch nicht immer. Komm! Mist. Oh, die letzten Schüsse, Leute, ne? Okay. Mir doch egal. Oder ein Dolo. Gucken wir, wer hier auch alles da rumliegt. Okay. Wunderbar. Ach ja. Dann Dolo, wo wir hier mal rum Richtung Fischerei. Also da müsste nämlich dieser eine Fischer da gewesen sein an diesem Strand. Nur nicht vergessen zu scouten, Popauten. Ne, da geht's durch den Dings durch. Na? Ach, da oben, ja, okay. Ja, da gehen viele Tränke drauf, aber das ist nicht so schlimm. Trinken wir was? Ich würde ja auch lieber im Tageslicht kämpfen. Aber ich kann ja... Oh, da unten. Da ist doch... Moment, das ist doch richtig. Da ist doch der... Ja, genau. Da war das doch richtig. Da war das doch richtig. Doch richtig angenommen. Oh, ist das auch wieder ein Fernkämpfer? Nein, ist kein Fernkämpfer. Das ist einer der... Das ist der Fernkletterer. Der versucht zu klettern. Das schafft er aber jetzt nicht. Genau, also war ich doch hier richtig. Klar. Okay. Krischergasch. Lauflieder. Oh, so viele Früchte, die wir dabei haben. Das finde ich gut. Dandolo. Okay. Nur noch halb voll. Gut, in diesem Sinne. Hier gibt es noch ein bisschen Loot-Kram. Und jetzt bin ich gespannt. Irgendwo muss doch hier auch wieder einer sein. Oder mehrere. So. Ja, okay. Da hinten sind wieder welche. Da, wo der Gerber ist. Oder war. Gucken wir mal. Okay, da stehen noch ein Stapel Kartons, hätte ich beinahe gesagt. Das sind drei Stück oder sogar vier. Manometer, vier Stück. Und hier in der Umgebung ist nicht. Also, schauen wir mal, können wir da irgendwie durch? Ja, 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 ja. So, er ist aufgestanden und gleich gestorben. Gestorben wird heute. Okay, auch gut. Ihr macht's kompliziert, ihr Orkis. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, da ist ja noch einer, der schießt hier noch rum. Er kommt aber nicht zum Schuss. Noch einmal, zweimal. Na! Wieso zieht der denn nicht an hier? Er visiert mich, er visiert mich, er visiert mich, aber... Doch nicht zu fassen, wieso geht das bei mir hier nicht? Das darf doch wohl nicht wahr sein. So, wachsen dicke. Ist voll lauter Schreck durch mein Antlitz einfach umgefallen. Nein, es war Dandolo natürlich, so logisch. Herrlich, gut. Dann haben wir die alles noch. Ja, Sessen, 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 Sessen.
Gut, bevor wir uns hier weiter reintreiben, schauen wir mal, ob wir speichern können. In Ruhe. So, da liegt auch wieder einer. Oh, das gibt richtig schön viel Kohle, wenn ich das alles verkaufe. Moment, da ist doch noch einer. Da waren noch zwei. Ach nee, das war die Pani. Ja, lustigst. Oh, hier, Fischsupp. Plörre. Bringt nicht viel. Oh, sorry, das ist ja immer ein bisschen verwirrend hier. Okay, looten wir das Ganze mal mit. Ja, dann Dolo, manchmal stehst du mir zu sehr im Weg. Okay, jetzt noch Pfiffe. Faulen Pfiffe, hier hinter auch noch ein Pfiff. Faule Pfiffe. So, und so wie das aussieht, könnte ich mir vorstellen, dass da hinten schon wieder welche sind. Genau, richtig. Wir laufen. Oh, hier Orkwache. Gut. Die ist hier beim Schiff wohl irgendwo. Die ist aber noch weit genug weg. Das ist gut. Erstmal hier abgrasen. Da hinten gucken. Da ist noch einer da. Andolo ist dicht mir auf den Fersen. Schön. So, das ist auch wieder ein... Shit, das bringt nicht viel. Psst. Deckung suchen. Und gucken, was dann Dolo macht. Was macht er denn überhaupt? Was? Nee, der steht nur. Der steht nur, Leute. Der steht nur. Ja, mei, der steht da nur. Sodele. Oh! Wo rennt er denn jetzt hin? Fulminant bekloppt ich bin. So, dann gucken wir mal weiter. Immer weiter. Ich glaube, am Ende ist bestimmt auch noch wer. Dandolo noch da? Ja, Dandolo ist noch da. Okay. Varan. Mein Gott, meine Abwechslung, ein Varan. Den treffe ich nicht. Oder wir haben den jetzt getroffen. Mann, oh Mann, oh Mann. So, Dalle. Ah, hier gibt es noch Lootzeug, das mache ich aber auf dem Rückweg. Denn wir haben es nämlich für diese Folge schon mal ein bisschen mehr geschafft, hier Corinnes aufzuräumen. So wie das aussieht. Moment, da war da noch was. Ah, das ist der Dandolo, die Anzeige vom Dandolo. Ja, es ist ein bisschen dunkel geworden. Okay, wir sind bis hier am Ende angekommen, liebe Freunde. Ja, leider ist auch die Folge zu Ende. Ja, was machen wir denn, Emil? Da bringt man Eierlikörchen und das Leben muss ja nicht weitergehen. Richtig, genau. Liebe Freunde, danke fürs Zusehen. Schreibt einen Kommentar und gebt mir einen Daumen. Bis zum nächsten Mal.